Wir sind hier bei Beyond Code, unserer ersten Konferenz, die wir bei JugendHackt veranstalten. Wir sind das große Experiment eingegangen, mal eine Veranstaltung ohne Hacken zu machen, sondern mit Reden. Und zwar reden wir hier darüber, wie sich die Teilnehmenden die Zukunft vorstellen in der Bildung, aber auch mit künstlicher Intelligenz in unserer Gesellschaft. Ich habe diese Veranstaltung beworben gesehen im Fahrgastfernsehen in der Bahn und dachte mir so, bei dem kurzen Weg, da ich aus Dresden komme, muss ich einfach daran teilnehmen. Und ich studiere auch Informatik, in dem Sinne hatte ich die fachliche Komponente. Und es hat mich besonders interessiert, quasi Informatik im Zusammenspiel mit der Gesellschaft zu sprechen und sich auch einzubringen, weil ich denke, dass da in der Uni sehr in der Theorie bleibt und nicht in diese Dimension geht. Ja, ja, es ist immer eine gute Stimmung und Laune bei JugendHackt-Veranstaltungen. Ich habe auch heute viele neue Leute kennengelernt. Der Ablauf ist, dass wir gestartet sind mit zwei Keynotes, jeweils eine zu digitaler Bildung und zu KI. Und dann haben sich die einzelnen Expertinnen-Duos, die haben sich kurz vorgestellt, mit welcher Fragestellung sie in ihrer Gruppenarbeit starten wollen. Und dann war eigentlich gestern Nachmittag Zeit, in den Gruppen zu arbeiten, sich kennenzulernen. Ich darf hier die Gruppe moderieren, die zu AI arbeitet. Wir haben einige Expertinnen, die tief im Thema drinnen sind, haben aber auch viele Teilnehmende, die sich für das Thema interessieren und kräftig mitdiskutieren. Wir haben auch sehr viele kritische Stimmen dabei und es gilt jetzt immer auszubalancieren, welche Utopien können wir uns vorstellen, wo kann uns AI weiterhelfen, aber was sind auch die Gefahren dahinter, wo müssen wir klare Regeln und Bedingungen aufstellen. Ich finde es sehr schön, in unserer Gruppe einen diversen Altersdurchschnitt zu haben, da wir dann einerseits Personen haben, die quasi schon im Studium sind, während wir gleichzeitig auch noch Leute haben, die in der Schule sind und quasi aus den aktuellen Missständen und die aktuelle Situation berichten können. Bei mir sind gerade sehr viele eher erwachsene Menschen, die schon tief so in ihren Bereichen drinnen stecken. Was aber eigentlich sehr cool ist, dass wir das so ein bisschen mischen mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Und das finde ich einfach voll toll, dass einem da überhaupt der Rahmen gegeben wird, weil es doch ganz schön schwierig sein kann, als Jugendliche mal zu Wort zu kommen, obwohl man durchaus eine Meinung hat. Ich bin heute als KI-Expertin eingeladen. Die Stimmung ist gut, wir haben viele frische Ideen und ich finde es sehr interessant, was jüngere Menschen denken. Ich erlebe es super frei und als richtig schöne Art und Weise des gemeinsamen Denkens. Es geht ganz klar um Teilhabe und Mitbestimmung. Die JugendHackt-Community besteht aus sehr technikaffinen und interessierten jungen Menschen, die da auch wertvolle Beiträge zu haben, mit der die Politik dann auch gut weiterarbeiten kann und soll. Also ich bin in einer Gruppe und da besprechen wir das Thema Informatikunterricht, wie man den erweitern kann, verbessern kann. Wir entwickeln zum Beispiel Vorschläge für Lehrer, wie sie ihren Unterricht anschaulich machen kann, zum Beispiel eben durch einen projektbasierten Informatikunterricht. Das war jetzt eine ganz konkrete Forderung, den Informatikunterricht von diesen Kompetenzen mit digitalen Geräten zu trennen, weil wir denken, dass das einfach zu viel ist, das noch den Informatiklehrpersonal aufzudrängen und weil wir gedacht haben, dass quasi dann nur Personen, die dieses Fach wählen, dort mit konfrontiert werden und es ja eigentlich darum geht, alle Schülerinnen und Schüler zu erwischen. Wir hatten natürlich wenig Zeit. Nicht mal ganz zwei Tage, in denen dann auch so unterschiedliche Menschen so viele Ideen irgendwie zu diesem großen Thema Digital Literacy haben. Aber wir haben für uns jetzt einfach herausgefunden, dass das ganz wertvoll ist, dass wir einfach mal diese verschiedenen Perspektiven gesammelt haben und jetzt zumindest mal offenlegen können, in diese Richtung könnte das alles gedacht werden. Heute Vormittag wird weiter gearbeitet und um 15 Uhr ist dann die Abschlusspräsentation. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und wir werden das alles aufbereiten auf unserer Website. Wir werden das zusammenstellen und dann ganz konkret an PolitikerInnen versenden, an Parteien versenden, an Menschen, die sich in diesem Feld bewegen und da mitbestimmen. Ich hoffe, dass sich vieles ändert und ich denke mal, dass die Veränderung von uns ausgeht und ich habe, glaube ich, vieles mitgenommen, auch an Tipps und Tricks, was Digital Literacy angeht, weil ich auch hier nicht als Person mit absoluter Expertise hingekommen bin, sondern mit einer grundlegenden Neugierde und ich habe sehr viel empfangen und sehr viel gelernt.